Wir sind Philipp, Thomas und Adrian von Meute. Meute ist eine Marching-Band, die Techno spielt. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Wenn man das aber nochmal erklären möchte, dann kann man sagen, das, was sonst elektronische Geräte machen, wird bei uns von Menschen gemacht. Ja, eine Marching Band, eine Street Band. So hat unser allererster Auftritt auf dem Schulterblatt stattgefunden, direkt gegenüber der Roten Flora, dem weltberühmten autonomen Zentrum hier. Hamburg macht für mich als Musiker spannend, dass man halt viele Leute hier kennt, die Musik machen und verschiedenste Art und Weisen, ob nun im ganz kleinen oder im ganz großen Studios haben, sich auf verschiedenste Art und Weise halt damit auseinandersetzen. Das macht es für mich halt spannend. Ich verbinde mit Hamburg eine sehr lebendige Live-Musik-Szene. Denn hier gibt es einen Hafen und einen berühmten Red Light District, St. Pauli, wo traditionell seit langer, langer Zeit Pop- und Rockmusik-Bands gespielt haben. Unter anderem auch die Beatles, bevor sie berühmt geworden sind. Jeder Musiker heutzutage ist auf den Spuren der Beatles unterwegs. Techno ist Pop und Pop ist Beatles. Der Musik, denn alle Musiker aus unserer Band kommen aus allen möglichen Genres, klassische Musik, Jazz, Popmusik, elektronische Musik, und das fließt alles bei uns rein in unsere akustische Interpretation von elektronischer Musik. Die Wurzeln von Meute liegen ja eigentlich auf der Straße, denn wir sind eine Band, die überall spielen kann, und gerade auf der Straße, da geht es am allereinfachsten, und das machen wir nach wie vor auch sehr gerne. Und in unserer Karriere ging es dann aber auch über Techno-Clubs und Live-Clubs und Festivals um die ganze Welt. Und jetzt zum Coachella. Für uns ist das Coachella natürlich, also weil wir ja gerade hier aus Hamburg in der Schanze gestartet haben und so, natürlich eine große Möglichkeit, auch tolle Leute kennenzulernen und da in die USA zu fliegen auf das legendäre Festival. Leute kennenzulernen und unsere Musik und Freude zu verbreiten, das ist natürlich eine